Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Ja, alles klar, Leute, läuft auf jeden Fall. Megafon muss natürlich wieder am Start sein. Leute, wir sind heute auf meinem Main-Account unterwegs und es hat sich so viel getan. Wir haben 300 Star-Points schon gefarmt jetzt in letzter Zeit und heute in diesem Video will ich nochmal 300 farmen. Also plus 600, das wäre auf jeden Fall schon mal geil. Denn Leute, ich spare gerade auf einen Skin und der sieht einfach nur heftig aus. Nightmecha Crow. Leute, für 10.000 Star-Points, ich glaube 10.000 kostet der, habe ich gerade leider nicht im Shop, aber im Prinzip nicht der Goldmecha, sondern der Nightmecha oder Nachtmecha, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Leute, auf jeden Fall ultra geiler Skin und den muss ich mir holen, ne? 50.000, das wäre viel zu viel, Leute, da müsste ich so mega lange warten, deswegen denke ich mir so, okay, ich spare jetzt einfach mal auf den billigeren für 10.000 und den kann ich mir ja demnächst dann auch schon holen. Und heute versuchen wir da wieder mal ein bisschen was in die Richtung hinzubekommen und ich versuche meinen Spike auf Rang 20 zu spielen und das im Duo-Showdown. Leute, ich habe übrigens, ja, Shelly jetzt auch auf Rang 20, also die habe ich hochgespielt im Brawl Ball tatsächlich, also ich bin echt so ein Fan von Brawl Ball irgendwie, bei Brawl Ball kommt mir vor, spielt man seine Brawler echt gut hoch. Vor allem, das war jedes Mal mit random Teams, also random Leute gefunden so im Spiel und mit denen dann aber wirklich 15, 20 Games konstant durchgezockt, weil die auch die ganze Zeit weitergezockt haben, weil wir alles gewonnen haben gefühlt. Also das war schon eine richtig kranke Siegesserie. Ich glaube, ich habe sie von 400 auf 500 gepusht und das nur im Brawl Ball. Dazu können wir uns auch nochmal ein Replay vom letzten Game anschauen, also das, was mich sozusagen zu den 500 Pokalen gebracht hat. Und Leute, da muss ich echt sagen, das war die einfachste Runde ever. Also ich muss sagen, ich habe in der Runde selber wenig gemacht, aber ich glaube, die Gegner waren da einfach ein bisschen retarded. So, Secret Mongral hat schon einen Ballpass und fall zu Daryl und er schießt einfach rein. Die haben einfach nichts gecheckt. Sie stehen alle auf einem Haufen und das bei 495 Pokalen, Leute. Frage ich mich auch, wie man da so hoch überhaupt kommt. Der Poko war auch erstmal AFK wieder am Anfang der Runde. So, ich habe da eigentlich wenig zu tun, ne? Ich bin da so passiv am Druck ausüben. Der Daryl ist schon wieder vorne ganz drin. Da kam eine Ulti von Tara. So, und jetzt haue ich da einfach mal meine Ulti raus. Ja, die war gar nicht mal so schlecht, ne? Die waren alle relativ gedamaged danach. Und dann ist der einfach reingerannt mit dem Ball. Also, es war die einfachste Runde EU West, ne? Also, und das hat mich zu 500 Pokal gebracht. Und ihr seht schon, Rang 20, zack. Plus 300 Star Points. Und das hat mich natürlich mega gefreut, Leute. Und das will ich heute bei Spike auch sehen. Übrigens, Leute, ich spare auch gerade auf die 1000 Tickets. Ich habe jetzt 811 und ja, im Shop habe ich natürlich wieder alle gekauft. Aber, Leute, ich denke auf jeden Fall, in 2 Wochen oder so sollte ich 1000 Tickets am Start haben. Also, das ist einfach nur crazy. Und dann wird es einen richtig fetten Livestream geben, wo ich alle 1000 Tickets in einem Livestream verballer. Also, Leute, den Stream dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Das wird dann so ein Stream sein, wo ich easy mal 500 Brawlboxen farme. Und das ist auf jeden Fall auch schon mal nicht schlecht, ne? Das probieren wir zumindest. So, dann würde ich sagen, Leute, wir starten jetzt direkt in eine Runde Duo-Showdown. Brawl Ball gibt es halt leider gerade nicht. Und Spike, naja, obwohl Spike kann man natürlich auch im Brawl Ball spielen. Habe ich auch ein bisschen, aber ich denke mal, Duo-Showdown könnte das schon mehr bringen. Mal schauen. Also, wir haben den Barley als Teammate. Der goldene Barley auf jeden Fall schon mal Pro am Start. Okay, er läuft leider schon mal irgendwo hin. Also, Teamgeist ist hier nicht am Start. Naja, ich hole mir schon mal. Oh mein Gott, da oben wird schon fett gefightet. Da kann ich auf jeden Fall mal den Crow ein bisschen damagen. Okay, ich frage mich halt echt, was mein Barley macht, ne? Wir können hier, also wir könnten hier easy so die Mitte snacken. Ja, wow, und jetzt bin ich halt im Sandwich. Wow, danke Barley. Danke, dass du immer für mich da warst. In guten und auch in schlechten Zeiten. Okay. Wow, Digga, er ist halt wirklich irgendwo. Er ist halt legit irgendwo. Ich kann jetzt alleine gegen das Team hier kämpfen. Ich weiß echt nicht, was mein Barley macht. Bro, das ist nicht dein Ernst. Die Ulti war Auto-Attack. Ich gebe es zu. Es war eigentlich versehen. Versehentlich. Ich habe da mit meinem Daumen gerade raufgetippt. Bro, das ist so lame. Was macht denn mein Barley, ne? Der trennt sich schon von Anfang an von mir. Ich verstehe das einfach nicht, warum man sowas macht, ne? Naja. Einen Crow sollten wir haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wow. Wow, 3 Teams leben noch, aber das war es aber sowas von komplett, ne? Oh lol, Barley ist zurück! Okay, die Ulti war full fail. Barley ist zurück. Ehrenmann, danke, dass du weg warst und genau 0 Cubes gesammelt hast. Der Typ hat nichts gemacht, gar nichts. Er war einfach weg. Und das regt mich schon wieder auf. Oh nein! Wo kam denn die Shelly her, Bro? Okay, 3 Teams leben noch. Ey, ohne Scheiße, also mit dem Barley spiele ich auf keinen Fall noch eine Runde.
Der spielt ja Brain AFK des Todes. Naja, vielleicht wollte er halt einfach safe spielen, aber ich bin halt einfach nicht so der Typ, der irgendwie die Games safe runterspielt. Ich bin halt eher so auf Full rein und mal schauen, was passiert, ne? Ist vielleicht auch nicht so schlau, aber naja. Ja, wow. Wow, 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 ich hab ihn. Alter, krass, 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 das war echt nicht schlecht. Und jetzt die Shelly. Wie haben wir das bitte gewonnen? Dieser Barley, also nichts gegen den Barley, aber der war mal mega schlecht, ne? Also, tut mir wirklich leid, da suche ich mir einen anderen Teammate. Also Leute, ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, das Pokale pushen ist viel einfacher geworden nach dem Update. Ja, keine Ahnung, irgendwas, es wurde ja ein bisschen überarbeitet, sage ich jetzt mal, wie viele Trophäen man bekommt als Belohnung halt nach einem Fight. Und man bekommt ja sozusagen jetzt mehr oder gleich viel, aber verliert weniger. Und das ändert natürlich auch vieles, sage ich jetzt mal, an diesem ganzen Ranking-System, beziehungsweise an den Gegnern, die man dann sozusagen bekommt. Mir kommt einfach vor, dass die Gegner, die man jetzt bekommt, um einiges einfacher sind. Also, ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Also, keine Ahnung, früher, ich hätte es niemals geschafft in Duo-Showdown, einen Brawler jetzt hochzuspielen auf 500, aber jetzt, ich weiß nicht, ob ich noch einfach ein Pro-Player geworden bin, aber es ist halt wirklich nicht schwer geworden. Also man muss sich halt einfach ein bisschen konzentrieren, bisschen gut spielen natürlich und vielleicht auch ein bisschen Glück haben mit den random Teammates, aber dann steht hier auch nichts mehr im Wege. Also es ist echt nicht so schwierig, ne? So, schauen wir mal, dass wir den Dynamite hier bekommen. Ja, oh wow. Oh wow. Ha, okay, den haben wir. Cube natürlich auch eingesammelt und dann holen wir uns noch die Jessie. Ach komm, 180. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass mich die Piper hier nicht wegholt. Wie viele Cubes hat die? Das habe ich jetzt leider nicht gesehen. Die wird... Warte, ist die direkt in den Busch hier? Holen uns erstmal den Jean. Ja, da ist sie. Lol. Oh Mann, und den Jean habe ich auch nicht bekommen. Okay, warte mal. Alter. Lol. 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 Okay. Shelly macht auf jeden Fall gute Arbeit. Es leben immer noch alle 5 Teams. Das sind halt die Runden, die ich wirklich hasse, ne? Weil dann wird es gleich so ein Gedränge, sage ich jetzt mal, hier am Ende sein. Und das wird einfach nur nervig, ne? Okay, let's go. Oh lol, die Shelly ballert hier einen krassen Move raus. Ja, meine Ulti brauche ich halt gar nicht. Ich hätte die halt... Obwohl, doch, komm, hauen wir die mal raus. Dann spielen wir auf Nummer sicher. Dann ist die auf jeden Fall schon mal weg, die Penny. Und 12 Cubes, ja, 12 Cubes sollten reichen, ne? Das sollte auf jeden Fall reichen, um die Runde zu gewinnen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ja, komm. Was für ein Team. Okay, wisst ihr was? Dynamike ist ein Ehrenmann. Wir holen uns zuerst das andere Team. Aber wirklich nur, weil wir die größten Ehrenmänner sind. Damit der Dynamike immerhin Zweiter wird. So, jetzt haben wir was gut bei dir. Jetzt haben wir was gut bei dir. Jetzt musst du in die Zone gehen dafür. Wenn ihr jetzt noch tryhardet, ne? Oh Mann, Alter. Oh Mann. Oh Mann. Oh Leute. Third respawn auch wieder die Jessie. Ja, aber Leute, ihr seht schon, die Runden sind eigentlich relativ easy, ne? Also kann man schon sagen. Kann man schon sagen, Leute, es war auf jeden Fall ein relativ leichter Win. Ich meine, wir haben auch echt Glück gehabt mit den Kisten und den Cubes am Anfang. Lol, Pookie hat mich eingeladen, aber ja, schauen wir mal. Vielleicht, okay, er spielt auf jeden Fall weiter. Vielleicht schaffen wir das mit dem jetzt zusammen, die 500 Pokale zu erreichen, beziehungsweise den Rang 20. Leute, und ich würde sagen, für 500 Pokale müsst ihr auf jeden Fall 5000 Daumen nach oben da lassen. Also, oh wow. Das war ja mal sowas im Brain AFK. Also das muss auf jeden Fall drin sein, Leute. Let's go. Komm, helfen wir der Shelly hier nochmal. Perfekt. Und jetzt können wir auch schon in die Mitte gehen. Oder halt ins Geschehen, sag ich mal. Okay, da ist schon ein Bow. Da ist ein Genie. Zack. Zack. Bisschen Ulti aufladen. Bisschen Damage machen einfach. Warum nicht? Okay. Ja, wir dürfen uns nicht zu sehr trennen. Sonst passiert das gleiche wie mit dem Barley gerade. Wobei das halt auch irgendwie dann funktioniert hat am Ende. Oh, wow. Kommentar kam hier gerade rein. Ehre. So, let's go. Alter, da habe ich aber viel Damage bekommen. Nein, Shelly. Try hard, try hard, try hard. Ja, okay. Den einen Cube, darauf muss ich verzichten können. Das ist halt ein bisschen schade. Aber naja, da warte ich mal lieber, bis die Shelly wieder da ist. Und dann kann sie eigentlich direkt auf den Jean drauf gehen. Oh ja, Ulti auch wieder schön aufladen. Ja, die Shelly kann sich auch die Nita hier holen. Komm. Oh. Ganz miese Nummer. Komm, Shelly, wir holen die Nita. Wir holen sie. Ja, sehr schön. Hat sie zwar die Ulti raufgeballert. Vielleicht hätte sie es auch ohne geschafft. Dann hätte sie jetzt die Ulti doch für den Fight gehabt. Aber naja, immerhin haben wir die bekommen. Und das Ding ist, es leben immer noch 5 Teams. Das macht mich schon wieder gerade so stutzig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, nein. Aber warte mal. Wenn die Shelly... Nee, das schaffst du niemals. Hau ab, Shelly, hau ab. Nein, als ob mich der Jean einfach gepult hat. Ja, das war's.
Das war's. Das ist der fünfte Platz. Also hätte die Shelly da gerade noch ein paar Cubes am Start gehabt, zumindest so viele wie ich, dann hätten wir das easy rasiert. Also dann hätte, selbst wenn ich der Jean gezogen hätte, also so wie er es gemacht hat, hätten wir das normalerweise hinbekommen. Jetzt spielen wir mal mit einem Mortis. Auch interessant. Also bei Mortis habe ich immer so Angst. Teilweise richtig die Tryhards und richtig die Pros und teilweise können die einfach gar nichts. Ich wäre dann so einer, der gar nichts kann mit Mortis, aber naja, ich bin mal gespannt, was der so drauf hat. Let's go. So, zack, zack, zack. Und die Shelly ist schon mal fast weg. Da kommt ein Bull. Der ist auch schon mal ein bisschen gedamaged. Das gefällt mir schon mal. Oh lol, der Dynamite am Tryharden auf jeden Fall. Pam, Pam, Barley ist schon mal weg. Perfekt. Die Shelly, die könnte gefährlich werden. Deswegen hauen wir da einfach mal die Ulti rauf. Und jetzt kommt Mortis. Ja, perfekt. Shelly ist weg. Drei Teams noch am Leben. Ich muss jetzt die Minuspokale wieder rausholen, die ich gerade verloren habe. Mann, das war so dumm, dass ich da gerade verloren habe. Ja, aber was soll man machen? Scheiß Boxerin ist schon mal weg. Immer noch drei Teams. Irgendwo ist hier ihr Mate wahrscheinlich. Die Frage ist halt, wo? Oder die ist weggelaufen. Das kann auch sein. Ich weiß nicht. Egal. Also der Mortis hat bis jetzt halt eher wenig gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber, oh, Showdown. So schnell geht's auch. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt klappt. Wir haben halt einen Dynamax als Gegner. Wobei Mortis da natürlich eigentlich einen riesen Vorteil hat. Und ich gegen Bull sollte das auch ganz gut hinbekommen. Wenn Dynamite halt eine Lucky Ulti raushaut, die halt richtig krass ist, dann haben wir echt verkackt. Und ich würde fast vorschlagen, dass wir ein bisschen hier... Wow. Wow, Mortis! Du Intelligenzbestie. Super, dass du dich direkt hier töten lässt. Das wird natürlich einen richtig guten Vorteil haben gegen die beiden hier. Das ist halt echt mega, mega cool. Ey, das ist so dumm, Alter. Das ist einfach nur dumm. So, Mortis, jetzt hol dafür den Dynamite. Mach mal was Krasses. Mach mal was Krasses. Los geht's. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Aber Ulti habe ich gleich schon wieder ready. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Zack, Ulti. Ja, ich kann halt nichts tun. Ich kann nichts tun. Der Mortis wird es auch nicht treffen alleine. Ja, und schon wieder ein Cube gefeedet. Also Leute, das wird mit ganz viel Glück noch was. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht. Let's go. Ja. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Nee, Mortis, das hat mir nicht so gefallen. Aber es ist eigentlich echt lustig, sage ich jetzt mal, Duo-Showdown zu spielen mit Random Mates. Und ich sag's euch, macht das wirklich erst ab einer Pokalregion, wo ihr schon weiter oben seid. Weil ich kenne das von früher, wo ich selber noch, sage ich jetzt mal, die Brawlers auf 200 hatte oder 150. Ey, die Teammates sind da teilweise so inkompetent, die kannst du direkt in die Torte kloppen. Also das ist dann voll krass. Teilweise sind die eigentlich ganz okay für ihre Pokale und teilweise sind die halt so, als würden die halt gerade zum ersten Mal Brawl Stars spielen. Das ist halt schon heftig. Wow. Wow! Alter, was hat diese Ulti denn für eine Range, Bro? Niemals, ich hätte niemals gedacht, dass ich da drin stehe. Niemals hätte ich das gedacht, aber Crow saved auf jeden Fall alles. 8 Cubes hier am Start, Leute. Also der muss auf jeden Fall jetzt hier gleich alles rasieren. Wenn er jetzt nicht hier gegen den Dynamite stirbt. Zack, Dynamite sollte tot sein. Oh ja, aber gar nicht mal so übel. Der Boxer, der kriegt hier eine Ulti ins Gesicht und der Crow kann ihn jetzt eigentlich von der anderen Seite gut holen. Die Frage ist, wer ballert da noch so drauf auf den? Irgendwo hier unten, ne? Ja. Ja, ich bin tot. Perfekt. Der Crow, wirklich Dankeschön für deine Mithilfe. Beteiligt sich halt einfach wieder null am Spielgeschehen hier. Ich bin hier immer nur am Meckern, ne? Aber es ist halt einfach so. Es gibt immer so Leute, die spielen so ultra defensiv. Was ich halt gar nicht verstehe, wir haben so viele Cubes, er hat zum Beispiel 9 und er geht halt nicht drauf gegen so ein Team mit einem Dynamite und, was war das andere? Ein Crow, war das nicht auch ein Crow? Ja, es war auch ein Crow, wo er halt easy das Game gewinnt, so. Jetzt hat er eh die Ulti ready, wenn er jetzt da nicht irgendwie gleich mal irgendwo reinjumpt, dann, weiß ich auch nicht. So, okay, da kommt hier erstmal nicht raus, der Leon. Ja, noch ein bisschen damagen und dann kann der Crow theoretisch da mal ein bisschen was melken, ne? Er macht halt gar nichts, Digga. Er chillt halt einfach die ganze Zeit nur. Ich meine, so kann man das Game halt auch gewinnen, aber auf der langweiligen Basis, ne? Hier könnte er zum Beispiel einfach in den Busch... Ja, okay, das wäre vielleicht ein bisschen riskant mit dem Leon. Aber wenn der Dynamite alleine ist, Digga, warum nicht? Einfach drauf und los geht's. So, die müssen jetzt hier oben rein. Oder raus, besser gesagt. Das heißt, die sind ein bisschen gesandwiched. Und das ist schon mal eine geile Sache. Ja, also die links oben in der Ecke sind auf jeden Fall weg. Let's go, Showdown. Ah, die haben halt ganz gut Cubes eigentlich, aber sollten wir haben. Okay, ja, easy going, 9 und 0 Cubes, trotzdem gewonnen, warum nicht? Ja, komm, probieren wir nochmal eine Runde mit dem, ja, dann halt nicht. Ich wollte doch nur nett sein. Okay, jetzt spielen wir selber auch mal mit einem Dynamite. Oh, nee, ist der erstmal AFK. Ist der erstmal AFK, Bro, und jetzt, Alter, sowas halt auch total unnötig, ne?
Jetzt haben halt alle Gegner im Prinzip einen Vorsprung oder wir halt einen kleinen Nachteil. Das war halt total unnötig, ne? Muss ich nicht verstehen, muss ich echt nicht verstehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der ein bisschen was drauf hat. Wir hatten überhaupt keinen Kistenluck. Oh lol, da ist sogar ein Tick am Start. Das könnte auch interessant werden. Also Tick gegen Dynamike. Da kann Dynamike schon ein bisschen abstauben, würde ich sagen. Oder rasieren. Ja, okay, der Leon geht mir ein bisschen hier auf die Eier. Ey, das wird überhaupt keine gute Runde. Ich rieche das jetzt schon. Dieser Dynamike ist Brain AFK sein Vater. Ja, perfekt. Da kriege ich nochmal einen schönen Hit vom Tick. Oh nein. Oh nein, Dynamike! Dynamike ist so tot. Er ist so tot. Ja, schau, er trennt sich halt schon wieder. Das war halt klar, dass er stirbt, ne? Es ist halt einfach Brain AFK, der Typ, ja. Ich hab's euch eh gesagt, Leute, dass die Runde wird ein Scheiß. Nein, ich hab die Mine nicht gesehen. Aber, oh mein Gott, Alter, Dynamike ist gerade noch respawned. Wo schießt er denn hin, Digga? Hat er schon irgendwann mal was von Predicten gehört oder so? Digga, der spammt, glaube ich, Auto-Attack hier. Wo du die ganze Zeit am Move bist, das ist einfach schlecht, ne? Ja, also bis jetzt eigentlich sehr, sehr oft gute Teammates gehabt, aber bei dem Dynamike, ich weiß halt echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin überhaupt nicht begeistert davon. Oh, aber starke Ulti. Sehr starke Ulti an der Stelle. So, zack, den Frank können wir uns vielleicht snacken. Ja, du, das ist auf jeden Fall auch easy. Oh mein Gott, Alter! Die Ulti hier, Alter, wow. Wow, 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 wow. Ich bin fast draufgegangen. Da muss ich auf jeden Fall erstmal chillen, regenerieren und komm. Ja, jetzt fängt er, glaube ich, ein bisschen an zu rasieren. Ich hoffe es einfach mal. Let's go. Der Leon hier, oder Leon, hat mir während die Kommentare geschrieben, warum ich Leon sag. Ja, das ist halt eher dann die englische Aussprache von dem Brawler. Und da jeder Brawler eigentlich einen englischen Namen hat, ja, weiß ich halt nicht. Könnte man sich denken, dass man das nicht Leon ausspricht, aber ich weiß nicht. Okay, also, das war auf jeden Fall auch eine stabile Runde mit dem Dynamike. Wobei ich echt nicht gedacht hätte, dass wir das gewinnen. Komm. Ja, er will eh nicht nochmal, also alles easy. Eine Runde brauchen wir noch, Leute, und dann haben wir es geschafft mit Spike auf 500 und auf Rang 20 und dann bekommen wir nochmal 300 Star Points dazu. Und Leute, ich werde jetzt auch in nächster Zeit mehr privat spielen, also ich habe richtig viel jetzt wieder privat gespielt und ich sag's euch ganz ehrlich, nach dem Update macht mir das viel mehr Spaß, das Game. Also das ist wirklich viel einfacher zu pushen, auch alleine. Das heißt, man braucht nicht so ein krasses Team, mit dem man sich abspricht und so weiter, das geht auch so klar. Und das finde ich auf jeden Fall geil. Ich muss abhauen. Tara, ich habe 11 HP. Chill mal. Ja, jetzt ist sie ein bisschen gesandwiched. Ich hoffe, die geht da nicht zu aggressiv rein. Komm zurück. Ja, schau. Bro, wo ist denn da der Sinn, dass die da mit ihren 2 Cubes auf das Team drauf geht alleine? Okay, let's go. Wir holen uns den Crow. Pam, pam. Oh nein. Das war so eine Kack-Ulti. Bro. Tara. Komm zurück. Oh ne, schon wieder ein Tick. Ey, diese Ticks sind auch ultra nervig. Ja, komm, Tara wird so drauf gehen. Das war klar. Also Leute, wenn wir die Runde gewinnen, dann muss echt ein Wunder geschehen dafür. Okay. Ja, das ist schon mal in Ordnung. Wir kommen schon mal hier raus. Beim Tick wird es halt ein bisschen schwierig. Wobei, eigentlich sollte ich mich nicht so anstellen, ne? Der hat, wie viele Cubes hat er? Nicht viele auf jeden Fall. Ah, easy going. So muss das sein, Leute. Zack und perfekt. Ja, Ulti hätte ein bisschen besser sein können. Ich habe da mit gerechnet, sage ich jetzt mal, dass die Jessie unten rausgeht. Aber geht auf jeden Fall klar. Ei, da kassiere ich schon wieder. Bro, Tara ist schon... Tara, ich weiß nicht, was die Tara vorhat. Die ist viel zu gierig irgendwie. Die denkt ja, das Leben ist easy, alles gut und gar nichts ist gut. Wir sind Dritter geworden, schade. Okay, Leute, jetzt aber hoffentlich die letzte Runde. Ich bin mal gespannt, Leute, ob es funktioniert, ob wir jetzt gewinnen. Wir brauchen eigentlich... ein bisschen Luck mit dem Teammate und ein bisschen Luck mit den Kisten. Ja, Leon. Ein Leon ist am Start ohne Star Power, aber könnte trotzdem klappen, ne? Also muss ja nicht immer eine Star Power haben. Okay, da merkt man halt schon wieder, dass ich zu faul bin, da zurückzulaufen. Tut mir auch echt leid, aber ich wollte halt schnell in der Mitte sein. Ah, ganz miese Nummer. 2 Seiten, ja, keine Chance. Okay, Leon hat aber 6 Cubes gesammelt. Die nochmal von mir eingesammelt. Das heißt, das ist schon mal nicht schlecht. Aber er darf sich jetzt halt auch nicht sandwichen lassen. Das war halt echt ein bisschen mies. Viel zu viel Damage bekommen von dem Jean. Richtig unnötig. Hätte ich auch ein bisschen besser moven können. Aber, naja. Leute, die Aufregung, ne? Das ist der 500er. Wie geht denn das nochmal? Fluch, ja, genau. So, Jean, komm, zieh mich ran. Ja, Alter, er zieht dich halt wirklich, Mann. Ja, keine Chance gehabt, ne? Okay.
6 Cubes sind aber trotzdem stabil. Das ist schade, dass er keine Star V hat. Das wird uns, glaube ich, einiges erleichtern. Die Ulti hat ja auch kein einziges Mal ready. Also er spielt auf jeden Fall sehr, sehr defensiv bis jetzt. Jetzt hat er die Ulti ready. Und sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Perfekt. Sollten wir haben. Sollten wir haben. Ja. Und das haben wir auf jeden Fall auch. Let's go. Den Crow auch ein bisschen verarscht. Das heißt, da ist auf jeden Fall auch alles easy. Einmal in den Heilkreis gehen. Und Leon macht sich unsichtbar. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er da einen krassen Move rausdroppt. Ja, komm. Er zieht mich schon wieder. So lächerlich. So lächerlich. Nein! Gar nicht schlau. Überhaupt nicht gut. Wir sind Dritter. Nee. Oh mein Gott. Die Cubes haben ihn gerade so gerettet. Aber das war's. Er stirbt, glaube ich, an der Zone, oder? 5 Sekunden überlebt er nicht. Nee. Ah! Dumm einfach nur. Das ist halt jetzt wirklich dieser Fluch, ne? Dass man genau diese 500 Pokale nicht erreicht. Aber Leute, wir müssen nur einmal die Hände reiben und tryharden und los geht's. Wir spielen mit einem Barley. Auf jeden Fall stabil auf der Map. Kann man echt machen. Ich habe halt nur ein bisschen Sorge, weil wir beide sehr, sehr wenige Leben haben. Aber ich denke, das wird schon hinhauen. Ja, gegen so ein Team zum Beispiel könnte das dann schon ein bisschen reinkacken. Aber okay, Shelly ist schon mal down. Das geht ja schon mal gut los. Was auch immer der Bow hier vorhat. Okay, also Shelly haben wir schon mal. Ich weiß nicht, ob wir den Bow unbedingt hier zu targeten sollten. Ich glaube, wir sollten uns da eher mal auf den Leon konzentrieren. Oder einfach darauf konzentrieren, dass wir jetzt hier nicht drauf gehen. Oder ich besser gesagt. Oh, Alter, war das knapp. Yo, hätte ich das jetzt verloren, Mann. Das wäre gar nicht gut gewesen. Aber das war auch echt unlucky mit dem... was war denn das? Leon, glaube ich, der dann direkt auf meinen Mate hier draufgegangen ist. Aber naja. Oh lol, da drüben. Ein Team wurde gerade eliminiert. Stark, wirklich, wirklich stark von dem Colt. Ich glaube, der Colt könnte echt ein großes Problem werden. Ja, ich bin tot. Das war es aber sowas von, ne? Wenn der da jetzt... Alter, wenn der das überlebt... Wenn der das... Na, Vierter. Oh! Wie wäre es jetzt mit ein bisschen Kistenluck? Ja, das geht ja schon mal in Ordnung los. Kann man schon mal maken. Muss man nicht. Aber naja, so, wie wär's, wenn du den Cube einsammelst? Dankeschön. Ja, er trennt sich schon wieder, ne? Ist schon wieder klar, ne? Was haben die denn immer vor? Also, was ist denn die Mission von denen? Ah, schade. Ah, Mann, Alter, du movest richtig dumm. Also, natürlich für sie schlau, aber unpredictable. So kommt es mir zumindest vor. Okay, das war ein krasser Move. Das war ein richtig krasser Move. Ja, wow, Alter, die Ulti hätte ich fast alleine gerackt, ne? Da hat nur noch ein Tick gefehlt. Ich glaube, der wäre sich zwar nicht mehr ausgegangen, aber trotzdem auf jeden Fall nicht schlecht. So, jetzt sehen schon mal die Voraussetzungen sehr, sehr gut aus. Aber wir brauchen dann halt noch einen Win. Also, der Win reicht jetzt nicht, sollten wir überhaupt gewinnen. Let's go, komm, zack. Ja, der Mortis, der wird jetzt abhauen, ne? Okay, aber stark vom Barley. Er probiert es auf jeden Fall, hier richtig aggressiv zu spielen. Hat überhaupt nicht geklappt, aber was soll man machen gegen den Mortis? Ist es halt auch nicht so easy. Wow, jetzt kommen da schon wieder die Nächsten, die da abfacken wollen, ne? Ratan. Mann, Bale, jetzt komm doch hier mal ran, du Lappen. Er kümmert sich halt schon wieder um die, die uns gar nichts bringen, ne? Und die da auch nicht wirklich ein Problem darstellen. Weil abstauben werden die uns nicht so schnell können. Die machen ja null Damage. Naja, okay, ich werde hier gerade angerufen. Läuft auf jeden Fall. Eieiei, okay, ein Cube wieder gesammelt. Perfekt. Und 4 Teams leben immer noch. Das ist halt ein bisschen mies mit 4 Teams. Wow. Wow, Alter. Rico ballert auf jeden Fall raus. Mortis ist tot. Das ist schon mal geil. Das ist schon mal in Ordnung. Zack. Okay, das Geschütz müssen wir auf jeden Fall eliminieren, weil das wird ganz mies. Ihr kennt diese Geschütze, ne? Eieiei. Vor allem, ich weiß nicht, hat die Star Power die Penny? Ich glaube nicht, aber mit Star Power wäre das auf jeden Fall mega mies gewesen. Ja, macht mir eine Ulti von selbst, ne? Auf jeden Fall. Stabile Runde. Sehr, sehr stark. Charles, ich weiß nicht. Wollen wir nochmal an den Glauben kommen? Wir probieren es einfach noch einmal mit ihm. Ich hoffe, ja, er hat auch keinen Bock mehr auf mich. Perfekt. Dann passt es auf jeden Fall. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir jetzt gewinnen. Und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt haben wir halt einen Crawl als Gegner. Wieder so zwei Brawler mit sehr, sehr wenigen Leben. Das ist halt immer das Risiko, ne? Wenn dann eine Shelly und, keine Ahnung, einen Bow oder ein Bull oder was auch immer hier kommt, könnte das halt teilweise ein bisschen mies werden. Vor allem halt auf Close Distance. Solange wir sie auf Range halten können, ist ja alles easy. Da würde ich jetzt aufpassen. Ich schicke den Crow da jetzt mal alleine vor, aber das war so klar. Wären wir da jetzt reingegangen, wären wir eh tot. Full Sandwich und Crow ist tot. Ja, danke, danke dafür, Crow. Wirklich toll gemacht wieder, ne? Geht er alleine rein, von zwei Seiten kommen Teams. Er checkt's nicht. Ja, also Leute, die Runde, ich sag's euch ehrlich, ich bin froh, wenn wir Dritter werden. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen hier. Ah, Bro, und er muss halt auch rauslaufen, ne? Er muss wirklich rauslaufen. Digga,
Ich kann darauf wetten, dass dieser Tick nicht wusste, dass wir hier sind. Ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch, wenn der Crow das jetzt nicht hier regelt. Oh! Ja, komm. Stirb einfach. Er schafft es nicht mal, seine Ulti zu zünden. Oh mein Gott. Okay, los geht's, Leute. Die hoffentlich jetzt wirklich letzte Runde. Wir spielen mit Nita. Wir haben kein Kistenlack. Nita ist erstmal AFK gegangen. Ey, ich muss es nicht verstehen, oder? Was ist denn los mit den Leuten? Schon wieder Zeit verschwendet und, ja, wertvolle Zeit, würde ich fast sagen. Bro, ist diese Nita total besoffen, Alter? Ja, kannst die Kisten hier ruhig looten. Ich will erstmal regenerieren. Dann passt es eh, aber Alter, was macht denn diese Nita? Ich hoffe so, dass das jetzt klappt, ne? Okay, Dynamike, ganz üble Nummer. Müssen wir mal gucken. Oh, lol, da unten ist einfach eine Shelly. Habe ich gerade so erkannt, weil da irgendwie noch ein Hit in der Luft geschwebt ist. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ja. Oh, Alter, ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Lol. Lol. Die Nita rettet, glaube ich, gerade alles. Die Nita, wenn die Nita jetzt hier alles rettet, Leute, Alter, dann ist sie echt eine Ehrenfrau. Wir müssen nur Zweiter werden. Okay, Puki und hier Nita auf einer geheimen Mission. Wir chillen erstmal im Busch, okay? Wir bewegen uns jetzt, zack, in den nächsten Busch. Ohne, dass es irgendwem auffällt. Ihr habt es gesehen, nie... Oh, Leute, es hat sogar echt geklappt. Niemand weiß jetzt, dass wir hier sind. Undercover unterwegs hier. Oh, Leute, da unten ist auf jeden Fall wer im Busch. Ja, wir warten jetzt erstmal, bis die sich töten. Ich sag's euch ganz ehrlich. Es ist zwar echt eine Opfertaktik und ich hasse Leute, die sowas machen, aber in dem Fall muss ich mich halt selber hassen dafür, ne? Ja, ich will halt einfach die 500 Pokale jetzt erreichen. Let's go. Okay, also wir lassen da einfach mal das Spiel geschehen vor sich hingehen, ne? Können wir mal gucken. Also ich würde fast sogar sagen, wir gehen da jetzt auf jeden Fall drauf. Das war ein sehr guter Move. Jetzt haben wir uns echt gut Cubes snacken können. Richtig schön abgestaubt, Leute. Das war halt einfach so ein Opfer-Move schon wieder. Oh Mann, drei Leute leben noch. Ach, drei Leute, ja, schön wär's, drei Teams. Ja, geht klar, ne? Geht auf jeden Fall klar. Zack, die Shelly ist in meiner Ulti drin. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh lol, zwei Teams nur noch, Showdown. Wir haben es geschafft, Leute, ich habe die 500 Pokale erreicht. Egal, was jetzt passiert. Alter, Alter, einfach nur stark. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Easy going und das mit der Nita hier, mit der ich echt ein bisschen reingekackt habe am Anfang. Aber Rang 20 und 300 Star-Marken haben wir jetzt hier am Start. Und oh mein Gott, Leute, jetzt gönnt euch diese Animation. Zack, Marken, beziehungsweise Tickets, Marken ja, und hier die Star-Points. Alter, krass, krass, einfach nur krass, Leute. Der fünfte Brawler jetzt auf 500 Pokalen. Es geht echt gut voran. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und... Wenn es gut läuft, dann habe ich schon da den nächsten Brawler auf 500. Bis dahin, Leute. Wir sehen uns. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein kostenloses Abo da. Die Kamera war die ganze Zeit schief, oder? Ja, ich glaube. Naja, wir sehen uns. Bis dahin, haut rein und ciao.